Ich wünsche allen frohe Ostern. Frohe Ostern euch allen. Und direkt die Frage, wie findet ihr das? Eine Stunde hat man euch geklaut. Eine Stunde ist nun weg. Denn die Osterzeit brachte auch die Zeitwende mal wieder. Ja, und dann kommen wir auch zum Thema. Die GEZ und die Stundenklau, beides brauchen wir nicht. Also wir brauchen die GEZ nicht, die Gebühreneinzugszentrale. Denn ARD, ZDF und WDR kann niemand zwingen. So haben die geschrieben. Ja, die Führung der GEZ, dort habe ich hingeschrieben, habe gesagt, warum soll ich eigentlich GEZ bezahlen? Da haben die gesagt, nun, keiner kann ARD, ZDF, ARD und so weiter und so fort und WDR und Deutschlandfunk zwingen, zu sehen, zu hören. Nein, man kann uns nicht zwingen. Man kann uns nicht zwingen. Warum zahlen wir dann die GEZ, wenn man uns nicht zwingen kann, diese Fernsehprogramme, das Angebot der ARD, ZDF, Deutschlandfunk, WDR und wie sie alle heißen, wenn wir da gar nicht zu gezwungen werden, dieses uns anzuschauen? Also ich schaue ja, wie ihr seht, auch jetzt zu den fröhlichen Ostertagen, wo man uns die Stunde geklaut, wo ich sage, nicht nur die GZ nervt, auch die Stunde. Denn wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, hätte ich noch eine ganze Stunde. Und so ist sie weg. Sie ist einfach weg. Wie die 17.50 bei der GEZ, die sind weg. Ich gucke gar kein ARD, ZDF, WDR, Deutschlandfunk, höre ich auch nicht. Nö. Tja, ich habe so viele Fernsehprogramme, weil ich dafür bezahle. Ich bezahle für Fernsehprogramme. Und somit müsste an sich ARD, ZDF und WDR und Deutschlandfunk, wenn ihr es so genau nehmt, aber Gott sei Dank sind ja nur 4 Millionen dagegen. Und durch die Einwanderung sind wir ja mittlerweile 90 Millionen. Wir sind 90 Millionen mittlerweile durch Einwanderung. Und wie viele Millionen zahlen nicht? Gut, alle Hartz IV zahlen nicht die GEZ. Die, die da verweigern, zahlen nachher doch die GEZ. Sie haben es nur hinausgezögert, aber zahlen tun sie doch. Die eine Stunde, ja, die eine Stunde, die haben wir ja jetzt nicht gut geschrieben, sondern die wurde uns genommen. Für die, die jetzt arbeiten müssen, tut es mir natürlich recht herzlich leid. Die können sich nicht ausruhen. Und da ist die Zeit auch fortgesprungen. Ja, viele müssten früh raus und mussten dann halt früher raus. Ja, also so richtig einleuchten tut beides nicht. Die GEZ, Gebühreneinzugszentrale, verstehe ich nicht. Die Zeitumstellung verstehe ich nicht. Ich weiß, geschichtlich ist es ja schon lange her. Was aber kaum einer weiß von euch, die GEZ. Wenn Firmen die GEZ zahlen und die Firmen zahlen GEZ, dürfen sie aber den Fernseher gar nicht laut machen. Wer von euch weiß denn, wenn eine Firma einen Fernseher zur Verfügung stellt für alle Kunden, Gäste oder halt Mitarbeiter, dass dann die GEMA anfällt? So sieht's aus. Also der Zwang ist ja nicht nur Zwang. Die GEZ als Firma bezahlt und nicht nur 17,50, sondern für jeden Angestellten zusätzlich mit und jedes Fahrzeug auch. Da kommt eine Menge zusammen. Einige Firmen zahlen 32.500 Euro nur an die GEZ. Nur weil sie eine Firma haben, ganz viele LKWs, ganz viele Autos oder ganz viele Filialen. Viele haben geklagt und haben verloren. So sieht's aus. Gegen die eine Stunde, die gestohlen wird pro Tag jetzt, ab heute, klagt keiner. Keiner klagt diese eine Stunde ein, die einem genommen wurde. Denn eine Stunde fehlt euch nun am Leben. Ja, eine Stunde fehlt euch am Leben, so sieht's aus. In dieser einen Stunde hättet ihr genauso viel tun und lassen können, wie mit oder ohne. Aber gezwungen zu werden, die Uhr vorzustellen und im Oktober wieder zurückzustellen, was soll denn der Quatsch? Die Sommerzeit, ach wie fröhlich, ich weiß nicht. Die Kuh muss gemolken werden, ob nun vor oder nach der Uhrzeit gestellt. Aufgestanden werden muss, wenn die Pflicht ruft, aufzustehen. Da ist es egal, ob die Uhr vor oder zurückgestellt wurde. Man muss aufstehen. Aber was man überhaupt nicht muss, ist halt diese GEZ zu zahlen. Aber dennoch ist es ein Muss, weil ein Staatsvertrag. Und da kommen wir direkt zur Geschichte.
Vor 60 Jahren, wo die Fernseher nur 3 Programme und dann auch noch in Schwarz-Weiß, danach kam erst die Farbe. Ja, vor 60 Jahren, wo halt auch der Staatsvertrag für diese 3 Programme, denn ich weiß es ja noch, denn ich war die Fernbedienung, Knirps, steh auf und schalt um. Ja, wie ich Jugendlicher war, hatte ich das große Glück und habe dann umgeschaltet, wann ich es wollte. Dennoch hatten wir nur 3 Programme. 2 in Farbe, nicht mehr in Schwarz-Weiß. Und dennoch mussten wir zahlen, die GEZ. Wenn wir also so zahlen, die GEZ, vor 60 Jahren, war ein Desaster. Die Firmen, die Fernseher angeboten zum Kauf, ja, die großen Firmen, die hatten die Lager voll. Die sollten nämlich die GEZ zahlen, da ging es los. Wow, wow, wow. Da kam plötzlich die grüne Karte. Ja, die grüne Karte. Jeder, der einen Fernseher gekauft hat, musste diese grüne Karte ausfüllen. Danach kam auch direkt der Abzug, na, für die GEZ. So, heute nach so vielen Jahren, 60 Jahre sind vorbei, trotzdem zahlen wir immer noch. Ja, wir werden nicht gezwungen, die zu sehen, weil wir haben ja, wer Glück und Laune auf dem Dach, sein HD-Schüssel hier, ja, na, wer die Schüssel hat, obendrein noch in HD, hat das große Vergnügen, reichlich Programme zu haben. Und meistens sieht er kaum, wenn man die Kunden fragt, Zuschauer fragt oder überhaupt einen fragt, hast du gestern ARD geguckt? Nö, habe ich nicht. Ist nichts Gescheites drin. Gut, eine Serie hat, ja, eine Serie ist jetzt doch, aber für die eine Serie könnte man auch auf DVD kaufen. Habe ich auch gemacht. Hubert und Staller, Heiter bis tödlich, die sogenannte Serie in ARD-Werbung. Und freitags beim Bayerischen Rundfunk zu sehen, 20.15 Uhr. Aber dennoch, dafür so viel Geld GEZ zu bezahlen, dann noch doppelt. Tja, wenn man eine Firma hat, muss man doppelt zahlen. Tja, da fragt man sich, doppelt schaut man ja überhaupt nicht. So viel Fern sieht man auch nicht. So richtig einleuchten ist beides nicht. GEZ, Zeitumstellung, Ostern, ein Hase, der Eier bringt, danach Urlaub hat, ein Weihnachtsmann, der Geschenke bringt, dann Urlaub hat. Also wir feiern ja so manches. Wir sind halt ein bisschen verrückt geworden, würde ich sagen. Einige springen ja ins Mittelalter zurück. Da könnte man jetzt auch sagen, gut, gehen wir ins Mittelalter zurück, da gab es keine GEZ, da gab es auch keine Zeitverschiebung. Nö, da war man mit dem Knüppel unterwegs. Ne? Und da hatte man auch Bombenstimmung und man war Horde und man hat zu irgendwas gehört. Ja, und hat irgendwas gestört, hat man mit der Pumpe mal kurz draufgehauen, ne? Also wenn ihr darüber auch nachdenkt, ja, wir haben jetzt dank Einwanderung 90 Millionen. Die Frage heute zu Ostern bedeutet, nicht nur die GEZ unsinnig zu zahlen oder die Zeitumstellung eine Stunde zu klauen. Wer kommt eigentlich für den Zeitdiebstahl auf? Die Time Bandits war ein geiler Film. Die Time Bandits war ziemlich lustig. Monty Python lässt grüßen. Ja, wir haben jetzt Ostern, wir haben Zeitumstellung und wir haben die GEZ. Ja, und wir haben die Einwanderung. Und wir haben Bombenstimmung, besonders in Brüssel. Ja, und die haben keine Schüssel. Auch die haben HD und hat in Farbe. Ja. Ja, wir haben nicht nur das, wir haben auch Internet. Da geht es rauf und runter. Ach, wie nett. Ja, die Frage lautet wirklich, GEZ? Die Firmen zahlen GEZ, dürfen aber so einen Teil nicht anmachen, weil dann kommt die GEMA. Das mal dazu. Wir alle haben heute eine Stunde weniger. Dennoch fehlt die. Ja, sie fehlt. Diese eine Stunde fehlt am Leben. Wer kommt denn dafür auf? Habt ihr euch das eigentlich alles mal so gefragt, was so... Ne? Ich meine, ich habe ja Zeit... habe ich nicht, weil eine Stunde fehlt mir. Deswegen mache ich auch diesen Videoclip. Weil eine Stunde fehlt mir. Die GEZ ist soeben bezahlt. Den Osterhasen auch gerade soeben hier bekommen mit einem Ei. Ja, toll. Egal wie alt ich auch werde, irgendeiner schröpft mich immer. Und wie sieht's bei euch aus?